Hoi, hoi, ich bin auch wieder mal da. Ich hoffe, du hast bis jetzt ein schönes Wochenende gehabt. Und ja, es ist schon lange her, seit meiner letzten Episode. Ich musste nach meinem Geburtstag feststellen, dass ich ein bisschen ausgelutscht, ausbrennt, ein bisschen müde bin und dass ich dringend mal Ferien brauche. Ich musste auch ein bisschen darüber nachstudieren, wie, wo, was, warum und überhaupt. Weil ich gemerkt habe, ich bin vom Knitwear Design Creator bin ich zum Content Creator mutiert. Und habe irgendwo viel mehr Zeit damit verbracht, überall irgendwelche Content zu erstellen. Und bin irgendwie gar nicht mehr dazu gekommen, zum Lesen und Anleitungen schreiben. Und ja, und ich bin einfach auch wirklich müde gewesen. Ich habe schon lange nicht mehr irgendwie Ferien gemacht, also so richtig Ferien. Und das hat sich jetzt einfach ein bisschen gerecht. Und ich habe da schon, ja, es hat gut getan, so ein bisschen über die Bücher zu gehen und auch zu sagen, was ist Self-Care, wie kann ich Self-Care handeln in meinem Selbstständigsein. Und jetzt hat es einfach ein bisschen länger wieder gebraucht, zum mir da einen Schub zu geben und wieder damit anzufangen. Die Hürde war ein bisschen gross, aber ja, jetzt bin ich da und mal schauen, vielleicht gefällt es dir ja. Und ja, ich mache jetzt einfach mal so weiter und dann schauen wir, was dabei rauskommt. In diesen Ferien, also fortgegangen bin ich nicht. Ich war zu Hause, aber ich habe mir einfach gesagt, nichts muss, aber alles darf. Weil ich habe einfach mal das ständige Stimmchen mit du musst, habe ich müssen zum Kopf rausnehmen. Und kaum habe ich das wie abgestellt und mir selber gesagt, eben alles darf, aber nichts muss, ist so richtig der Druck halt weg. Und das war wichtig und das war auch eine Wohltat. Kurz nachdem, dass ich mich entschieden habe, dass ich Ferien brauche, ist aber eigentlich ja mein Teststrick losgegangen für den Lilibeth-Sweater. Und durch das bin ich so oder so einfach rum gewesen, klar. Und habe einfach auch mal ein bisschen langsamer reagiert oder auf Nachrichten geschrieben und so. Aber das Coole war eben, ich konnte selber mitmachen bei diesem Teststrick. Und ich habe dann diese Variante gemacht. Die ist aus Dark Omen Yarn, BFL Silk. Ist ist wirklich eine schöne Base, mega angenehm zum Lesen. Es flutscht so schön und geschmeidig. Sie ist auch wunderbar zum Tragen, weil ich trage sie eigentlich gerne auf der nackten Haut, die Pullis oder die Sachen, wenn es geht. Und also beide Qualitäten, die ich jetzt hier habe, sind absolut super für das. Das hier ist ja das Original, das ist der Prototyp, den ich vor anderthalb Jahren gemacht habe, oder fast zwei Jahren. Der ist aus dem Kamel von der Batman Yarns. Und auch diese Qualität ist einfach mega. Am Anfang, wenn man sie so in die Hand nimmt, dann hat man zwar ein bisschen, oder ich, also denkt, ist jetzt aber nicht gerade so, wie ich Kamel mir gewöhnt bin. Ich habe aber gewusst, dass das Waschen
wichtig ist, weil bei dieser Qualität hat es einfach noch, wenn es dann am Knäuel ist, noch ein bisschen Spinnfett, wo die Fasern noch ja, halt verkleben, also nicht, noch nicht aufgeflusst haben. Und nach dem Lismen waschen und es ist eine unglaubliche Veränderung. Und dann ist es wirklich so, wie man sich eben Kamel vorstellt. Es ist ja, wunderschön. Und es geht natürlich auch schön warm. Ich hatte mega Spass gehabt, zum selber Testlismen, weil das Coole war ja eben auch, weil ich den hier schon etwa vor anderthalb Jahren gelismen hatte, ist dann wirklich ist das ganz anders gewesen für mich, um jetzt nochmal lismen. Es war wirklich ein Teststrick dann für mich. Ich habe nicht einfach, oh ja, das habe ich dort so und so gemacht, sondern ich habe wirklich einmal in der Anleitung innen angeschaut. Ein Fehler ist mir passiert beim ersten Ärmel. Ich war dort am Lismen gsi und wenn du jetzt schaust, da läuft ja das, die Laced Line läuft hier aus, die läuft bis vorne und die da hinten endet auch wieder früher. Und das ist einfach die, wo da früher endet, die endet auf der gleichen Höhe wie die erste Reihe beim Körper. Und ich bin so am Lismen und denke, yeah, so cool, noch etwa 3 Wiederholungen. Und dann habe ich den ersten einmal geschafft. Dann kann ich am zweiten und dann ist der Pulli schon gleich fertig. Und dann so, oh shit. Ja. Ich habe vergessen, auslaufen zu lassen. Aufzuhören. Mit den Muster links und rechts. Und bin sicher etwa 3 Mustersätze drüber gsi. Und dann bin ich so da angeguckt und habe gefunden, ah, oh, was mache ich jetzt? Aufmachen. Jetzt auslaufen lassen. Oder bis runterlismen. Und ich habe dann gefunden, ach, ich lisme doch das jetzt einfach bis oben. Alle 3. Und muss also schon sagen, es gefällt mir also sehr gut, dass jetzt da die 3 Muster über den ganzen Ärmel bis vorne laufen. Also das ist sicher auch eine Option, die man machen kann. Man muss nämlich nicht immer jeder Anleitung zu 100% genau folgen. Man darf sich auch mal selber ein bisschen einbringen und das dann auch dementsprechend ändern. Der zweite Ärmel, den habe ich allerdings dann so gemacht, wie es im Rezept drin steht. Habe hier aufgehört und nur noch den mittleren nach vorne gelismet. Das Gute ist, so weiss ich immer, wo links rechts ist. Kann nichts passieren beim Anlegen. Obwohl er ist hinten und vorne sowieso gleich. Dann den Ärmel habe ich mit dem Pico abgekettet. Und beim Körper habe ich aber nur so ein kleines I-Cord abketten gemacht und kein Pico, weil ich finde, Pico passt super zu dem Pulli, aber nicht so super zu mir. Und da, Entschuldigung, die Lili ist gerade da einen am Seich machen und meine Pulli verstempeln, die dort liegen. Okay, jetzt, zack, da, wo, bitte, siehst du, da habe ich Pico-Abketten gemacht, rundherum, einmal auch, und da habe ich ein I-Cord-Abketten gemacht, einfach damit ich auch zeigen kann, wie es aussieht. Lili, musst jetzt du da wirklich meine Pullis so verstempeln? Oh, Entschuldigung. Und schau, was alle sagen, wie im englischen Teil. Hey, schau mal. Schau da. Lili. Nein. Oh. Arme Pulli. Okay, gut. Gerade noch gerettet.
Genau, wo bin ich gewesen? Ah, beim Pico Apprete, ja genau. Und bei dieser Version habe ich es auch einfach nur an den Ärmel gemacht, weil eben hübsch finde ich es nämlich schon. Und an den Ärmel stört es mich jetzt für mich als Typ nicht, sondern da gefällt es mir auch wirklich gut. Ah, du willst da rüber wieder einmal. Haus? Okay. So, sind wir gespannt. Lilly? Oh, du bist einfach ein kleiner Clown, gell? Kleiner Clown bist du. Entschuldigung. Ja, genau. Pico Apprete. Lilly, du bringst mich völlig draus. Dann hast du ja sicher mitbekommen, dass ich die Anleitung am letzten Freitag veröffentlicht habe. Und ich bin also wirklich mega geflasht, wie super der Pulli bei euch ankommt. Ist unglaublich. Ich glaube, das ist meine beste Veröffentlichung in all diesen Zeiten. Der Misty Mountain, den ich das letzte Jahr im August veröffentlicht habe, der hat in den ersten 48 Stunden habe ich den 50 Mal verkauft. Und dort bin ich schon, wow, Hammer. Weil, ich sage jetzt einmal, sonst ist bei einem Release alles möglich. Aber meistens ist es so zwischen, ja, oder durchschnittlich um die 20 Anleitungen herum. Dann beim Misty bin ich wirklich geflasht, dass ich dort 50. Ich habe aber vermutet, dass dort vielleicht so 30 oder so könnten sein und dann wirklich 50. Hammer. Und jetzt beim Lily Beth Sweater, da sind es in den ersten 48 Stunden schon 60 gewesen. Vorher, wo ich noch schaue, bevor ich jetzt angefangen habe aufzunehmen, sind es etwa 70 gewesen. Also er ist wirklich sehr beliebt bei euch. Und es ist unglaublich schön, wenn man sieht, wie er ankommt, wie es den Leuten gefällt, dass man das Richtige gemacht hat, dass man ein schönes Design gemacht hat, das vielen gefällt, wo viele lesen wollen. Es ist natürlich auch der finanzielle Aspekt, den ich nicht leugnen darf, ist schön. Weil durch das gibt es einfach wieder auch finanzielle Kapazität für eine neue Anleitung, Tech editieren und ja, generell halt Rechnungen zu zahlen. Es ist mega schön. Jedenfalls danke, danke viel, viel mal für eure Unterstützung, für euren Kauf. Und wenn noch nicht gekauft hast, aber gerne wettest. Ich habe noch bis am nächsten Freitag, am 11. Oktober, gibt es noch 20% Rabatt mit dem Code LILI20, also LILI 20, auf Ravelry und auf Payhip. Dann bin ich natürlich mega gespannt. Und vielleicht schreibst du mir das in die Kommentare oder zeigst mir es dann auf Instagram, indem du mich taggst. Wenn du liest mich, welche Wolle nimmst, welche Farbe nimmst. Ja, hast du schon angeschlagen oder hast vielleicht sogar schon bist bei der ersten Zunahme. Bin einfach neugierig, will alles wissen. Einfach mir sagen in den Kommentaren oder eben auf Instagram. Und jetzt wollte ich nochmal irgendetwas sagen, aber ich glaube, ich bin immer noch ein bisschen von der Lily the Cat durcheinander.
Ich glaube, vielleicht kommt es mir auch wieder in den Sinn. Nachher. Den Coupon-Code habe ich gesagt. Mal. Ja, Oktober. Und es wird ja überall der Hashtag Socktober genutzt. Und ich muss zugeben, auch ich bin ein bisschen am Sockenlismen verfallen diesen Monat. Das ist Cozy Socks Number 2, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist aus der Silana Yarns Cozy. Habe ich ja schon länger mal angefangen und glaube es auch schon mal zeigen kann, wie der auch. Aber jetzt ist die Anleitung von beiden, also das sind zwei unterschiedliche Anleitungen, die sind beide im Moment im Teststrickverfahren drin. Ob ich die noch diesen Monat kann veröffentlichen kann, weiss ich nicht. Aber ja, das Oktober ist hier. Und gestern habe ich noch einen Socken angeschlagen, weil ich kann eben gerne Socken mit einfach Rechts-Links-Muster in jeglichen Variationen. Und ich habe noch mal eine Idee für so ein Rechts-Links-Muster. Und den habe ich dann gestern angeschlagen und vor einem Italienisch abgekettet. Und der hier ist aus der Urtyarns Unique. Diese da. Farbe 65. Und kommt mir jetzt, also ich finde es auch gerade passend. Es erinnert mich an Halloween. Haben wir ja diesen Monat auch noch. Ist einfach mega cool. Und was jetzt wirklich eigentlich noch das Kühlste ist, Unique kommen ja immer in zwei 50 Gramm Knäuel. Und zwar immer so gewickelt, dass du zwei wirklich praktisch perfekt identische Socken kannst machen. Kniesocken kannst machen. So, also, so wie da auf dem Bild. Also das ist wirklich nicht Lug und Trug, sondern das gibt es so. Und ich habe jetzt für den kleinen Sneaker habe ich 20 Gramm gebraucht. Also ich habe dann einmal 30 Gramm. Und jetzt mache ich dann den zweiten Sneaker-Socken, der dann gleich aussieht. Und nachher habe ich noch zwei 30 Gramm Knäuel, wo ich gerade noch einmal ein Bärli-Socken machen kann. Hey. Genau. Und vielleicht ist ja die dann auch noch schon draussen rechtzeitig, dass sie noch in Socktober passt. Wer weiß. Ja, erzähl mir doch, ob du gerne durch Socken liest. Ich tue es eigentlich lieber tragen, wie liest. Vor allem eben das zweite Sockensyndrom ist immer so. Aber ich muss auch sagen, seit ich angefangen habe, Socken von unten auf zu lesen, bringe ich es fertig. Es macht auch mehr Spass. Und dann noch als Sneaker-Variante ist mega cool, weil ja, also das bisschen hat man dann wirklich schnell gelesen. So, meine Liebe. Nochmal Entschuldigung, dass ich so lange fuchs bin. Jetzt bin ich wieder da. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich jede Woche eine Episode mache oder vielleicht so alle 14 Tage. Aber ich gebe mir wirklich fest Mühe, um wieder regelmäßig auch hier auf deinem Bildschirm zu erscheinen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag. Wenn es dir gefallen hat, gib mir doch ein Däumchen gegenüber oder ein Herzchen in den Kommentaren. Und ja, bis gleich. Bis dann. Ciao, ciao. Danke.